Okay, hier hat er gepennt. Alter, wie lang ist denn das hier scheiß gelbe Kabel? Was ist denn da los? Von der scheint sich ja richtig Mühe gegeben zu haben. Und warum hat der nicht in Jackson gelebt? Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen... Zurück und ging zu den Fireflies. Krass. Eugene. Ja? Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Lass sie das Militär jagen, die Politiker. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien, aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht, deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause, bitte. Wir lieben dich, Claire. Und ein Foto von der Familie. Guck mal, sie hat die gleichen Haare wie er. Schön. Aber erst für die Fireflies hat er seine Familie verlassen. Ich könnte mir vorstellen, wenn der von uns gewusst hätte... Mittlerweile ist er ja tot. Aber wenn er von uns gewusst hätte, dann wäre er doch sicherlich pisst gewesen, oder nicht? Hey, da ist der Generator. Und das Kabel geht... Nochmal da lang. Ja, ich brauche keinen Tipp. Generator starten, kenne ich schon. Okay, wahrscheinlich braucht die hier anscheinend erstmal Strom. Also ich kann mir nicht vorstellen, diese dicke Kette hält diese morsche Holztür zu. Hm, weiß ich nicht. Ich habe schlechte Erinnerungen an Generatoren starten. Eugene. Jetzt, echt? Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Die brauchte Strom, damit sie funktioniert? Das ist ja nicht so gut. Puh, 67 Teile. Kapazität ist voll. Hohe Reichweite, hoher Schaden und langsame Feuerrate. Hier können wir Stabilität verbessern. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ich würde tatsächlich erstmal die Pistole machen, oder? Untersuchen, Nicoterra. Verbessern. Okay, Feuerrate. Tausche die Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. Plus 45%. Alter. Da können wir richtig bam, 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 bam machen. Stabilität. Rückstoß. Bringe einen Kompensator an, um den Rückstoß deiner Waffe zu reduzieren. Fertige ein größeres Magazin an, das mehr Patronen fasst. Ja, nee, Computer sagt nein. Puh, 30. 50. Ja, wir können nur eine machen. 40. Die Feuerrate, also schnelleres Schießen. Oder die Genauigkeit. Ist eigentlich alles wichtig. Ich würde tatsächlich erstmal den Rückstoß machen. Dann ist die stabiler. Dann müssen wir nicht so oft nachjustieren beim Zielen. Das glaube ich ganz gut. Ja, das wird gehen. So, und hier können wir nichts mehr machen. Das ist alles mega teuer. Wir haben noch gar nicht so viel gefunden, ne? So, das war der Werkbank. Jetzt geht hier die Heizung. Ellie, sieh auf den Boden. Mhm. Ist noch was. Ich weiß. Geht's irgendwo runter? Ja, wir wissen doch schon wo. Wir haben's doch schon gesehen. Guck mal, ich meine, also noch auffälliger kann man das ja schon fast gar nicht machen. Können wir die Tür eigentlich hier zumachen und vielleicht abschließen? Zumindest mal zumachen. Nur wegen Sicherheit. Ich weiß nicht, ich würde in der Zeit, würde ich grundsätzlich jede Tür hinter mir verriegeln. Und das war ja nun, das geschulte Gamer-Auge hat das ja schon lange gesehen. Was hat er
er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ja, das glaube ich nicht. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Kurze Frage. Habt ihr eigentlich seine Leiche beerdigt? Das war ein riesiger Fernseher, den er nicht teilen wollte. Das glaube ich nicht. Ich habe Angst vor dem, was da jetzt kommt. Oh mein Gott. What the fuck? Das Gras. Ja, futztrocken das Gras. Das erklärt einiges. Echt jetzt? Der hat Gras angebaut. Also hat man in der Apokalypse nichts Besseres zu tun, als Gras anzubauen? Ein Video? Ein... Hey, wer hat solche Videokassetten? Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandy's Cooch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Ja, mach mal so ein Ding. Ich meine, wir sind hier eh ab 18. Von daher ist das egal. Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ich hätte ihm helfen können. Ich meine, gut, jeder braucht ein Hobby, aber... Also ich bin überhaupt gar kein Freund von Drogen, auch nicht von Gras. Alkohol und Rauchen, okay. Ist akzeptabel, wobei Rauchen auch nicht unbedingt, aber ich sag mal, hier und da mal ein Bierchen trinken oder mal ein bisschen, oder so einmal ein bisschen über die Stränge schlagen, okay, aber dann hört es auch schon auf. Und ja, offensichtlich hat der Mann nichts Besseres zu tun, als in der Apokalypse Gras zu rauchen und anzubauen. Oh Mann, echt jetzt? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Eine Gasmaskenbombe. Oh Gott, er war so schlau. Ja, total schlau. Total schlau. Kann man da noch irgendwas untersuchen? Ich kann da sonst nichts mitmachen. Ne, ich kann nur so ein bisschen, als ob ich eine Suppe umrühre. Was ist das? Bongs. Tüten. Bongs. Bonbons. Das sind Bonbons. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Oder auch nicht. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck, gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Das war ein... Ja. Das war ein Mann wie ein Bärmann. Das meinst du, wie der das Glas zugedreht hat? Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber?
Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hält dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Also ich will mich hier nicht einmischen, aber zum einen gute Idee, sich zuzudröhnen, weil so... Ach Gott. Hört das denn nie auf? Gute Idee, sich zuzudröhnen. Und zum anderen... So, infiziert. Und zum anderen, ist ja das Ding gerade mitten, das... Na toll. Ach, die haben mich schon gesehen, ne? Tschüss. Okay, es war glaube ich nie dafür gedacht, dass ich hier kämpfen sollte oder sowas, ne? Ja, ganze verfickte Horden. Ich weiß, wohin soll. Wie viele? Grüß schön. Ja, guter Sprung. Leck dich am Arsch. Tschüss. Ich glaube, ich hätte über den Zaun gemusst. Ich bin mir fast sicher, ich hätte über den Zaun gemusst. Okay, also jetzt gibt es hier auch sowas wie Herden, Horden, Hordenherden. Wie aus Dingens. Leckt mich. Geh weiter. Oder stirb. Wenn du das machen willst, was ich denke, was du machen willst, dann stirb. Aua. Oh Gott. Seid ihr eigentlich behindert? Ey, meine Mütze, du sparst. Lass mich. Ich will das nicht.
Ach. Es sind zu viele! Es gibt Deckung, geht schon! Na los, hier lang! Ja! Okay. Oh, shit! Hier lang, komm! Alter. Okay? Ja. Noch geht's. Wo zur Hölle kamen die alle her? Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Nee. Wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Ja, mir fällt nichts Besseres ein. Hey, hast du eine Knarre? Ja. Ich hoffe, du schießt, du. Das hoffe ich auch. Bin mir nicht so sicher. Alle warnen. Ein Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Auf die Fenster achten. Oh. Eine Wette. Oh, oh. Wir müssen weg! Los, zu der Tür! Weg, 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 weg! Wohin muss ich? Die Tür wird nicht lange standhalten. Wir müssen uns beeilen. Ja, da hast du recht, Joel. Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier, damit! Womit damit? Hey, Mädchen! Hilf uns mit diesem Ding! Ja. Schieb! Kommt rein! Ich schaff den Gondel ans Fenster! Haltet mir diese Überraschung rein! Okay! Aua! Ihr seid sicher! Was? Ich hab vielleicht hätte schießen müssen. Okay. Wow. Ich habe das Gefühl, ich werde noch ein bisschen öfter sterben. Komm her. Arbeite dran. Tommy, hab kaum noch Munition. Eine Minute. Hey. Ja. Der Schuss muss sitzen. Ja, ich arbeite dran. Du bist viel zu schnell. Los, hoch und weg. Komm schon, Joe. Ich bin fast tot. Aua. Ich hab dich. Der Nähe bleiben. Ja. Wohin gehen wir? Hier lang. Los. Ach wirklich, wir gehen hier lang. Ich versuch. Weg da. Nimm zu. Alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr ja, so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus.
könnte klappen. Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Oh oh. Los. Weg, 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 weg. Alter. Ich will nicht mit Horden. Ich hasse Horden. Horden sind scheiße. Horden sind viele. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Blöde Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Es war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Oh, bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um! Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch, kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Angst gemacht. Scheiße. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier?
Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Das ist leider ein Problem. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nein! Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre! Joel, Mel. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Bindet sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Weg da! Du dummer alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. Ich hasse dieses Spiel. Joe! Tommy! Oh, shit. Wie komme ich da runter? Okay, Schimmer. Okay, haben wir Lage peilen. Komm schon. Bitte sei okay. Joe! Schrei doch nicht so. Okay, hier komme ich definitiv nicht runter. Boah, wehe. Wehe, das können die nicht machen. Wer ist die Alte? Was hat die für ein Problem?